Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zur Imposter Factory. Ja, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession den zweiten Akt beendet haben, ziemlich viel Platz da drin, ja, und herausgefunden haben, was hier genau los ist, nämlich dass unser Quincy hier nur eine Simulation von Linry ist. Nachdem Linry ihren Sohn verloren hat und sich vom echten Quincy distanziert hat und alles, ja, die Katze können wir nicht besuchen, schade. Hat uns Linry jetzt wieder zurückgeholt in die Villa und will uns unbedingt unten etwas zeigen. Oder eine Antwort von uns. Also, Linry ist in Wirklichkeit schon alt. Nicht so, wie sie jetzt hier erscheint. Oh. Einheit deaktiviert. Einheit deaktiviert. Einheit deaktiviert. Einheit deaktiviert. Was zum Teufel? Dieser Brunnen, war da nicht was drauf? Ich schätze, der wird jetzt immer seltsamer, aber. Vielleicht sollte ich Linry fragen, wenn ich die Möglichkeit habe. Okay, eigentlich wollte ich gar nicht raus. Ich wollte nur gucken, wie viel Uhr es ist. Es ist 15:21 Uhr jetzt. Können wir einfach gehen vielleicht? Das Tor ist verschlossen. Ja, das wäre zu schön gewesen. Einheit deaktiviert, Einheit deaktiviert. Hände waschen. Nur ein gewöhnliches Waschbecken. Okay. Keine Zeitreisen mehr für uns, leider. Tja, die Küche sind auch deaktiviert. Und ja, ich schaue mich jetzt gerade erstmal hier um. Ah, ich kann nicht hier runter. Kann ich hier runter? Ja. Hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand, als ob was da wäre. Na gut, wir haben keine andere Wahl, als mit Lindri zu reden. Hey, es ist fast fertig. Was ist los? Was ist das alles? Ich habe einen Batch-Testfall zusammengestellt, um auf bestimmte Verdächtigungen zu prüfen. Es war so gut wie fertig, aber du warst zu früh weg. Zu früh? Es hat sich also gefühlt, als wäre ich da eine ganze Zeit lang drin gewesen. Du warst in einem separaten Datenstrom, wo Zeit anders erlebt wird. Es waren hier nur ein paar Minuten. Kompilation fortsetzen 67%. Eigentlich, während wir warten, habe ich eine Frage an dich. An mich? Ja. Angesichts dessen, was du gesehen hast. Angesichts dessen, was du gesehen hast, bin ich eine schlimme, egoistische Person? Ah.
Ich weiß nicht. Man kann, eigentlich, dass sie jetzt Quincy verlassen hat. Ganz ehrlich, nach allem, was passiert ist, ehrlich gesagt, ist sie das nicht. Ich finde, das ist nicht angemessen zu sagen. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass du alles richtig gemacht hast, aber ich weiß nicht, wie viele Leute es tun könnten, wenn sie tatsächlich in deinen Schuhen stecken würden. Aber egoistisch, ich nehme es an. Ich war nicht, ich meine, Quincy war nicht gerade altruistisch, aber er schien wirklich sein Bestes zu geben, um dein Glück über alles andere zu stellen. Lenri? Zusammenstellen 72%. Ich verstehe. Nun, wir haben noch Zeit, also ich werde den Gefallen erwidern. Gibt es irgendetwas, was du mich fragen willst? Warum? Warum kümmert es dich überhaupt, was ich denke? Ich meine, wenn ich bin, was ich bin, warum redest du überhaupt mit mir, als ob es wirklich er wäre? Weil du, weil ich deine Glaubwürdigkeit testen soll, das ist alles. Ist dies so? Zusammenstellen 76%. Nun, möchtest du eine aktuelle Frage stellen, solange noch Zeit ist? Ja, stellen wir die Frage. Ja. Waschbecken-Zeitreise? Über das Waschbecken im Bad. Ich weiß jetzt, dass die Zeit nicht zurückgespult wurde, aber warum hat es getan, was es getan hat? Das Waschbecken hat nie etwas getan. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber es war ein Zufall. Oder besser gesagt, eine Reihe von Zufällen. Das geschieht von Zeit zu Zeit. Beim Debuggen habe ich das Szenario ein paar Mal im Verlauf zurückgesetzt. Es war im Versehen, aber weil du eine eingefügte Einheit und nicht original warst, wurdest du nicht zurückgesetzt. Und ich habe nur zu, jedes Mal, wenn du einen Reset gemacht hast, dieses Waschbecken benutzt. Also das war Quincy gerade. Ja. Ist das nicht ein bisschen zu viel Zufall? Es ist seltsamerweise unwahrscheinlich, aber immer noch über einer 0% Wahrscheinlichkeit. Einer der Gründe für meinen Verdacht eigentlich, aber das werden wir bald testen. Zusammenstellen 82%. Morde. Also, was ist mit den Morden, die hier passieren? Ich meine, diese Simulation basiert auf deinen Erinnerungen, richtig? Wie kommt es, dass ich sie in den Rückblenden nicht gesehen habe? Weil die Morde nie geschahen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es passiert ist. Was seltsam ist, weil es in dieser Simulation meiner Erinnerung nach unvermeidlich zu sein scheint. Hast du herausgefunden, warum? Noch nicht, aber mit dem, was ich einrichte, ich fürchte, ich bin dabei. Zusammenstellen 88%. Es ist fast fertig. Wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Mehr? Zeittunnelraum, der wahre Quincy, fehlende Brunnenstatue? Lenri verdoppeln. Also ihr wart wirklich zu zweit vorhin in dieser Villa? Nun, beim ersten Durchlauf habe ich in dieser Erinnerung die direkte Kontrolle über mein Selbst übernommen. Also gab es nur eine. Aber bei den Resets nach dem Mord musste ich diese auskundschaften und debuggen. Also habe ich ein weiteres mich hervorgebracht. Du konntest mich nur sehen, weil wir beide vom ersten Spawn vor einem Reset da waren. Also ja, ich und mein anderes Ich. Zusammenstellen 94%. Eine letzte Frage und wir starten. Die fehlende Brunnenstatue. Oh ja, ich habe gerade draußen etwas Seltsames gesehen. Du kennst den Brunnen dort, wahr? Okay. Wir können diese Frage nicht stellen. Der wahre Quincy. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich frage, aber am Ende dieser Montage sind einige Jahre vergangen. Was geschah mit mir? Ich meine, Quincy. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein, es ist viele Jahre her, dass wir uns unterhalten haben. Nachdem alles geschah, gingen wir unsere eigenen Wege. Oder vielleicht, um es genauer auszudrücken, war ich es. Zusammenstellung 100%. Okay, es ist bereit. Ich habe eine Reihe von Testszenarien bestimmt,
Testszenarien mit bestimmten Variablen vorbereitet. Besonders der Standort von Dr. Haynes und Dr. Yu und ihre Absicht. Was dich betrifft, du wirst mein Beobachter sein. Beobachter? Genau, alles was du machen musst, ist in die Räume zu gehen und dich umzusehen. Das klingt einfach. Schau dich um, um zu sehen, ob sie tot sind. Das ist einfach, aber weniger ansprechend. Wie in der Wissenschaft. Oh, na dann, yay. In der Tat, bist du bereit? Ja, 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 auf jeden Fall. Super, jetzt kontrolliere das Bad. Das Bad? Ja, aber ich habe sie zuerst dort aufgefüllt. Kannst du nicht... Das Bad ist wie das einzige Heiligtum, welches ich noch hatte. Alles gut, ich werde alles beobachten und hier draußen warten. Nebenbei gesagt, du musst lernen, aus deiner Komfortzone auszubrechen. Oh, wir waren bereits weit über dem Konzept der Komfortzone hinaus. Aber Quizzi-Klon. Also, gibt es im Bad Tote? Nein. Ich sehe sie. Gut, jetzt kommt er wieder raus. Hallo? Sie scheinen nicht ansprechbar zu sein. Ich denke, ich sollte einfach rausgehen. Mhm. Also lebendig oder tot? Am Leben, denke ich. Sie bewegen sich nicht, geschweige reagieren. Ja, ich habe sie auf eine andere Ebene gelegt. Okay, gehe jetzt noch ein paar Mal rein und raus und melde ihren Status. Alles klar. Wow. Okay. Jetzt? Noch am Leben, aber sie sind näher. Oh, das war ich, sorry. Ja, bin sie aus Bequemlichkeit verschoben. Mach weiter, los. Linri. Tot, Linri. Sie sind tot. Bist du sicher? Ja. Das könnte schlecht sein. Es ist schlecht. Sie sind tot. Okay, ich logge mich eben aus, hole Dr. Kim und frage ihm um Hilfe. Kontrolliere einfach die anderen Räume, während ich weg bin, okay? Warte, du lässt mich hier alleine, um nach weiteren Leichen zu suchen? Wo ist das Problem? Du hast bisher weitaus Schlimmeres als das gesehen. Außerdem, du weißt doch, dass sie nicht real sind. Ich weiß, ich bin nicht real. Ich meine, in Bezug auf Realität sind sie genauso echt wie ich. Gutes Argument. Okay, dann hier. Was ist das? Dein Bodyguard. Mein Bodyguard? Ja, er beschützt dich. Okay, ich bin bald zurück. Viel Glück. Warte. Und weg ist sie. Dong. Sag mir, beschützt du mich wirklich? Du beschützt mich nicht. Was zum... Ich bin das System. Oh, ich habe dich in ihren Erinnerungen gesehen. Gut, System überwacht Quincy, während Linri weg ist. Tust du jetzt? Ich nehme an, ich habe gerade eine riesige sprechende Schallwelle als Babysitter. Hab keine Angst, dies ist nicht meine endgültige Form. Schau eine Form, welche du verstehen kannst. Reispott? In der Tat. Reispott war buchstäblich der holprige Anfang meiner AI. Aber jetzt bin ich viel mehr. Ich bin der Schöpfer der Welten und Koch von Reis. Probier meinen Reis. Probiere ihn. Oh. Heiliger Bimbam. Das ist der geschmackvollste Reis, den ich je gegessen habe. Ich will auch so einen Reisbot. Wie kann etwas so gut schmecken? Niemand weiß es. Ich muss es wissen. Es gibt keinen Weg, dies herauszufinden. Aber wenn Quincy die Mission beendet, ist die Belohnung mehr Reis. Auf was warten wir denn noch? Los, finde sie. Reisbot Süß? Fragezeichen ist der Gruppe beigetreten.
Oh ja, du kannst auch dazu kommen. Katze, Fragezeichen, ist der Gruppe beigetreten. Jetzt lass uns weitermachen. Zur Partyhalle. Die Küche und das Arbeitszimmer. Wiederholen, bis sie sterben. Das sollte man besser ausdrücken. Ich will aber noch mal ins Bad. Okay, im Bad sind sie weder tot noch lebendig. Das heißt jetzt Partyhalle. Was machst du überhaupt? Miauen. Bitte den Raum verlassen zum Reset oder nach neu betreten. Hey, wer es dieses ausmacht, will ich fragen. Was ist der Sinn hiervon? Ich meine, wir machen nur einen Reset, bis sie tot sind. Warum töten wir sie nicht einfach? Es geht nicht um ihren Tod, aber wann sie sterben. Jeder Reset ist konfiguriert mit speziellen Konditionen. Muster werden abgeleitet von Experimentdaten. Hypothese wird getestet. Ursache wird bestimmt. Hypothese? Bitte den Raum verlassen zum Reset und danach neu betreten. Gut. Okay, sie leben noch, stehen jetzt aber an unterschiedlichen Orten. Jetzt spielt er Billard, sie schaut zu. Also wahrscheinlich ist er gerade dran. Jetzt sind sie tot. Anomalie entdeckt. Muss das so dargestellt werden? Also ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Jetzt ist der Partyraum mit zwei Leichen gekennzeichnet. Warte eine Minute. Hat das was mit der Katze zu tun? Nein, nicht du. Du weißt, die Schrödingers Katze. Meinst du vielleicht Schrödingers Katze? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Katze von Schrödinger ist. Nein, ist es nicht. Oh, okay. Das heißt, wenn wir hier reingehen, dann sind sie immer noch tot. Todesanomalie beobachtet. Bitte zum nächsten Raum gehen. Warte, wirst du länger? Ja, irgendwie wird sie länger. Okay, Küche als nächstes. Ja, du wirst definitiv länger. Bitte den Raum verlassen und zum Reset und danach neu betreten. Hey, wenn du sowieso auch hier sein wirst, warum brauchst du mich überhaupt hier? Weil Quincy auch Testobjekt ist. Zusatzdaten zeigen, Quincys Anwesenheit verändert die Ergebnisse. Ich ändere Sachen einfach, indem ich hier bin. Warum? Unschlüssig. Weitere Daten benötigt. Ja, okay. Anomalie entdeckt. Das ging diesmal schneller. Warte, wenn statt der beiden Professoren es die Katze ist, dann wäre es wie die Katze von Schrumdigger. Würde es nicht. Okay. Todesanomalie beobachtet. Bitte zum nächsten Raum gehen. So groß, aber warum?